Der Schauspieldirektor bei der Opernale 2011. Seit dem vergangenen Wochenende findet auf Schloss Gribenow ein Fest der Künste statt, die Opernale 2011. Im Mittelpunkt steht die Aufführung der musikalischen Komödie Der Schauspieldirektor von Wolfgang Amadeus Mozart. Für eine bevorstehende Tournee möchte Schauspieldirektor Frank ein neues Theaterensemble zusammenstellen. Diese Nachricht verbreitet sich schnell und die Künstler eilen zu ihm, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Nicht nur Möchtegern-Künstler stellen sich vor, sondern auch richtige Stars. Doch noch ehe die Truppe engagiert ist, kommt es zum handfesten Streit unter den Diven. Alle wollen den Rang der ersten Sängerin beanspruchen. Der Schauspieldirektor ist eine barocke Castingshow, die auf heitere Weise tief in die Abgründe einer Künstlerseele blicken lässt. Es singen und spielen Absolventen der Hochschule für Musik Hans Eisler Berlin und der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Es musiziert das Opernale Orchester. Noch insgesamt 6-mal wird Mozarts Schauspieldirektor an den kommenden 2 Wochenenden auf Schloss Gribenow aufgeführt. Wie Sie an Karten kommen und was Sie sonst noch bei der Opernale erleben können, erfahren Sie auf www.opernale.de.